darf natürlich begrüßen die, um die es heute geht. Das ist zum einen der Trikont Verlag, herzlich willkommen Eva, und es ist zum anderen das Umsonst- und Draußen-Festival, Ralf Ducken und Hartmut Emser, beide aus Würzburg angereist. Ein großer Dank gilt natürlich wie immer dem Bayerischen Rundfunk, der auch in diesem Jahr diesen Preis mit 3.000 Euro dotiert. Ich darf den Hörfunkdirektor, Herrn Dr. Grotzki und auch den Walter Schmich sehr herzlich begrüßen und da vor allem auch Dank sagen, dass wir A, wieder hier sein dürfen, dass der Preis wieder dotiert wird und dass auch der BR immer recht flexibel ist. Und darf als nächstes natürlich den Hausherrn auf die Bühne bitten. Insofern, Herr Dr. Grotzki, bitte sehr. Als ich 21 Jahre alt wurde, wurde man damals volljährig. Das ist heute natürlich obsolet. Allerdings mit 21 ist das Jugendstrafrecht endgültig vorbei. Das will ich aber nicht zum Anlass nehmen, etwas zu sagen, sondern als ich 21 wurde, hat mein Vater mir 5.000 Mark gegeben und hat gesagt, so, jetzt schaust du mal, wie weit du damit kommst im Studium. Das soll für mich jetzt Anlass sein, dass ich für die verbleibenden 2 Jahre im Amt den Rockpreis für das Jahr 2012 und 2013 auch auf 5.000 Euro erhöhen möchte. Das gebe ich euch bekannt. Ich danke Ihnen. Mein Name ist Ralf Dung. Ich bin einer von den 2 Leuten, die das Umsonst- und Draußen-Festival vor 24 Jahren ins Leben gerufen haben. Damals noch in städtischer Veranstalterschaft. Das hat sich 1995 geändert. Seitdem ist es ein gemeinnütziger Verein, der das Festival ausrichtet. Wir hatten also oder haben bis zu 100.000 Besucher verteilt auf 3 Festivaltage. Es gibt so 3 Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe, die eigentlich seit Anfang an eine Rolle spielen. Das erste ist eben klar, umsonst als Lockmittel. Das zweite ist eine ziemlich starke lokale Bindung. Wir haben also auch jetzt noch nach 24 Jahren etwa 50% vom Programm Bands aus dem Großraum Würzburg und das Stichwort Musik und mehr. Wichtig ist, dass das Festival in Würzburg fast in der Innenstadt ist. Also wer Würzburg kennt, wir haben praktisch die Innenstadt, dann kommt der Main und direkt auf der anderen Mainseite ist das Umsonst- und Draußen-Festival. Mein Name ist Eva Meyer-Holms, ich bin sozusagen die Frau Trikont. Wir haben auch noch einen Herrn Trikont, das ist der Achim Bergmann, der Gründer des Trikont Verlags. Trikont ist das älteste Independent-Label in Deutschland. Die erste große Platte, die Trikont gemacht hat, hieß Wir befreien uns selbst. Das versuchen wir immer noch. Wir suchen immer was Eigenständiges. Wir suchen Leute, die mit Lust Musik machen und das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen und die Welt zu beschreiben, in der wir leben. Bei vielen unserer Bands und vielen unserer Sampler, werden einige, die uns kennen, werden das auch wissen, gibt es einen starken bayerischen Bezug. Jetzt mache ich einfach ganz kurz ein herzliches Dankeschön an Claudia Stamm. Wir danken den Leuten, die das hier organisiert haben. Vielen Dank, Bernd. Den Zwirbeltern, die mich so nett begleiten heute. Alle unseren Musikern und Musikerinnen und unseren Herausgebern. Und großen Dank natürlich an die Fans und an die Käufer, denn ohne die gäbe es uns ja lange nicht mehr. Zum Schluss noch einen großen Dank an meine Jungs von Trikont, die uns so wunderbar unterstützen. Und ohne den Spaß, den wir miteinander haben, könnten wir den Rock'n'Roll nicht unter die Leute bringen. Dankeschön. Ja, den Bayerischen Rockpreis teilen sich in diesem Jahr 2 Preisträger. Ein Independent-Plattenlabel aus München, wir haben gerade eine wundervolle Einführung gehört, und ein Festival, das jährlich in Würzburg stattfindet. Ja, lieber Herr Schweiner, in dieser gesamten Zeit haben Sie zusammen mit dem Rockbüro Süd die Rock- und Pop-Szene in Bayern ja immer in den Blick gehabt und haben sie noch im Blick und auch Entwicklungen angestoßen. Und da möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich gratulieren. Verehrte Damen und Herren, ich glaube schon, dass die Entscheidung der Jury vollkommen richtig ist, weil sie einfach zeigt, wie bunt und vielfältig die Musik im gesamten bayerischen Freistaat ist. Spricht der Mieter schon?